Es war eine recht kurze Fernsehansprache an die Nation. Aber was der Ankündigung des damaligen US-Präsidenten George W. Bush heute Nacht vor genau 20 Jahren folgte, wirkt immer noch nach. Der Angriffskrieg gegen den Irak. Ein Völkerrechtswidriger, der auf der falschen Grundlage beruhte, Diktator Saddam Hussein sei im Besitz von Massenvernichtungswaffen. Und ein Krieg, der das Land zwar von einem brutalen Regime befreite, aber auf Jahre ins absolute Chaos stürzte. Dass der Lauf der Geschichte voller Wendungen sein kann, Fischer Hussein Sabahi weiß das. Jeden Tag sieht er hier im südirakischen Basra das Wrack der Al-Mansur. Der arabische Name der Luxusjacht bedeutet der Siegreiche. Und doch, ihr Besitzer war ein Kriegsverlierer, Iraks Diktator Saddam Hussein. Ja, dieses Schiff gehörte tatsächlich dem Präsidenten. Wir haben früher vergeblich geträumt, es einmal aus der Nähe zu sehen. Und dann veränderte sich die ganze Welt. Das Schiff wurde bombardiert und jetzt liegt es hier immer noch. Umgekippt. Der Krieg, dem nicht nur ein Schiff, sondern auch hunderttausende Menschen zum Opfer fallen, beginnt am 20. März 2003. US-Streitkräfte und ihre Verbündeten marschieren in den Irak ein. Ein Land, das US-Präsident Bush zuvor als Teil einer Achse des Bösen bezeichnet hatte, angeblich ausgestattet mit Massenvernichtungswaffen. Die Amerikaner stürzen das Regime in Bagdad, sie nehmen Saddam Hussein fest, werden aber selbst von dessen Gegnern nicht als Befreier, sondern als grausame Besatzer angesehen. Auch wegen solcher Bilder aus dem Foltergefängnis Abu Ghraib. Der Irak versinkt im Chaos. Unruhen, Anschläge, der Aufstieg der islamistischen Terrormiliz IS, die zwischenzeitlich große Teile des Landes kontrolliert. Wir sollten die Amerikaner vor allem dafür kritisieren, dass sie vor 20 Jahren ein Herrschaftssystem zerstört haben, ohne eine Alternative zu liefern. Weil es keine Autorität mehr gab, gab es konfessionellen Unfrieden und Bürgerkrieg. Heute bleibt der Irak ein Land mit vielen Problemen. Die Wirtschaft trotz Ölreichtum am Boden, Armut, Arbeitslosigkeit, Korruption. Immerhin, die Sicherheitslage ist fast überall im Land zuletzt deutlich besser geworden. Auch in Basra, wo Fischer Hussein Sabahi und seine Familie die ausgebombte Yacht von Saddam Hussein als Picknickplatz für sich entdeckt haben. Als Ort der Idylle, mitten in ihrem historisch geplagten Land.